Kordeller Bastelzeit. Und heute sind wir mal wieder in den Basics unterwegs. Und zwar möchte ich einen Sensor ins Laufen kriegen. Genauer gesagt geht es um eine Abstandsmessung. Tja, wenn es um Abstandsmessung geht, ne, dann gibt es so einen Standard. Den hatte ich hier auf dem Kanal auch schon mal gezeigt. Das sind diese Dinge hier. Die HC-SR04. Das ist ein Ultraschallabstandssensor. Das heißt also, wir messen hier akustisch. Es gibt auf einer Seite einen Transmitter, das ist der hier. Der schickt einen Ultraschallimpuls raus, also einen kurzen Ton. Und dann haben wir hier den Receiver, der guckt, was wird reflektiert. Und aus der Geschwindigkeit oder respektive dem zeitlichen Abstand zwischen Senden und Empfangen können wir dann den Abstand ermitteln, weil Schallgeschwindigkeit und so weiter, die ist ja recht konstant. Ja. Die Ansteuerung, die läuft, wie wir sehen können, über vier Pins. Wir haben VCC und Ground, also die Spannungsversorgung, und dann zwei Stück, einmal Echo, einmal Trigger. Was wir jetzt mit unserem Mikrocontroller machen, ist im Prinzip das Komplette, was ich gerade erklärt habe. Wir geben den Trigger raus, damit sendet der und dann warten wir, bis das der Echo zurückkommt. Und die Zeit dazwischen, das ist das, was wir messen wollen. Daraus können wir uns dann die entsprechenden Abstände ausrechnen. So, jetzt habe ich hier ein Projekt vor der Nase. Da wird sowas benötigt. Gibt nur ein kleines Problem. Das soll nämlich draußen sein und es soll Wasser messen. Hooray! Beides nicht unbedingt schön, erst recht nicht mit sowas hier. Das heißt, ich habe mich mal umgeguckt und habe mir einen anderen Sensor geholt, der ein bisschen besser für draußen geeignet ist. Und das ist der SR04T. Der sieht hier so aus. Also fast, das ist das eine Teil. Das ist das andere Teil. Wie wir also sehen können, wir haben jetzt zwei Teile statt ein Board, wo alles drauf ist. Und wir sehen noch etwas. Wir haben nur einen von hier diesen runden Dingern, nicht zwei wie vorher. Ja, hier gibt es im Prinzip zwei konzeptionelle Änderungen. Das erste ist entsprechend das Runde hier. Hier haben wir ja einen Transmitter und einen Receiver. Bei dem Modell hier kommt ein Transceiver zum Einsatz. Das heißt also ein Gerät, welches sowohl senden als auch empfangen kann in einem Gehäuse. Das hier, das ist auch so mehr oder weniger als wasserdicht verkauft. Ich denke mal, die Vorderseite wird es wahrscheinlich sein. Auf die Rückseite, naja, es ist zwar hier, wie wir sehen können, mit irgendwelchem Zeug zugeschmiert. Aber selbst wenn man das Ding mit Silikon füllt, Wasser kommt halt überall rein. Man möchte also auf jeden Fall noch ein Gehäuse hinten drum haben. Dieser Sensor, der hängt an einem sehr, sehr langen Kabel, was wir entsprechend auch ausstecken können. Da ist sonst nichts mehr dazwischen. Und so können wir den dann draußen montieren und drinnen das Board hier, was die eigentliche Elektronik enthält. Mit drauf gucken, wir haben zwei ICs, bisschen weniger als bei dem anderen, aber vom Konzept her ist das recht identisch. Auch hier haben wir unsere vier Pins und Überraschung, 5 Volt, Ground, Trig und Echo. Das heißt also, wir haben hier unser Geraffel, um entsprechend das Ding zu benutzen. Es gibt hier zwei Punkte, die man beachten muss. Das eine ist, hier sehen wir ja auch ein RX und ein TX drüber. Man kann nämlich tatsächlich hier das Ding in einen UART-Modus setzen. In dem Modus, da gibt er uns 16 Bit zurück. Das ist die Distanz zum Ziel in Millimetern. Um den Modus zu ändern, da müssen wir ein bisschen löten. Und zwar, wenn wir mal hier hingehen, dann haben wir hier oben in der Ecke eine freie Lötstelle mit dem wunderschönen Namen Mode. Und diese Mode, die müssen wir dann entweder offen lassen, so wie jetzt. Das ist dann dieser Modus mit Trigger und Echo. Wir können einen 47 Kilo oben drauf löten. Dann macht der, wenn ich richtig verstehe, ständig Messungen und gibt uns einfach seriell die Daten raus. Oder wir machen 120 Kilo oben drauf. Dann können wir per seriell eine Messung starten und kriegen dann entsprechend den Messwert zurück. Das zweite, was wir noch gucken müssen, was nicht ganz so toll beschrieben ist hier, hier haben wir ja einen Pin, der mit 5 Volt bezeichnet ist. Wenn ich das richtig verstehe, dann geht die Spannung nämlich auch bis 3 Volt runter und das Ding läuft trotzdem noch. Das ist natürlich eine sehr, sehr hilfreiche Sache, gerade wenn man mit so ESPs oder ähnlichem arbeitet, weil die arbeiten mit 3,3 Volt. Ich möchte am Ende diesen Sensor drahtlos betreiben, also mit Batterien. Und da ist es deutlich einfacher, 3,3 Volt dann einmal zu machen und damit Mikrocontroller und den hier zu betreiben, als zwei Spannungen, also 5 Volt und dann nochmal separat 3,3
für den Mikrocontroller. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Den Abstand, den wir messen können, je nachdem welchem Datenblatt man glaubt, ist die Mindestdistanz irgendwo so 20 bis 30 Zentimeter und am entferntesten 4 bis 5 Meter müssten auch da drin sein. Das sind so typische Werte. Klingt nach einem Plan. Ich würde sagen, wir machen das erstmal mit dem Trigger. Dann gucke ich mal, ob ich das umgelötet bekomme auf den Seriell-Modus, denn das dürfte im Zweifelsfall ein bisschen genauer ablaufen, wenn wir direkt fertig ausgewertete Daten bekommen. Denn wenn wir mit Echo und Trigger arbeiten, müssen wir eine genaue Zeit messen. Und auch wenn Mikrocontroller mehr oder weniger Echtzeit sind, ja, gerade wenn man so Arduino oder sowas benutzt, hat man immer das Problem, dass da im Zweifelsfall im Hintergrund noch andere Tasks arbeiten, sich dadurch die Messung mal ein bisschen verschieben kann. Ich weiß jetzt nicht, wie die meisten Libraries laufen, ob die Interrupts benutzen oder nicht. Aber in jedem Fall kriegt man im Zweifelsfall immer ein bisschen Verzögerung da rein, das heißt also ein bisschen Messfehler. Na gut, ich suche mir mal einen ESP, dann gehen wir mal eine Runde Library gucken. Also kommen wir mal zur Verkabelung. So viel Auswahl haben wir ja nicht, wir haben nur 4 von diesen Pins. Dann fangen wir mal an. Die Ground kommen üblicherweise auf Ground. Dann haben wir den 5 Volt Pin. Den mache ich hier auf 3,3 Volt, weil das ist ja auch das, womit ich es am Ende benutzen möchte. Und es bleiben dann 2 separate Pins. Nehmen wir jetzt hier einfach mal auf D0 und D1. Gerade mal gucken. Trigger ist rot. Rot auf die D0. Dass ich mich da auch noch gleich dran erinnere. Und das war's dann. Jetzt haben wir das Ganze verkabelt, respektive sollten vielleicht noch den hier dran machen, das könnte helfen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Software. Machen wir mal ein Kabel dran und gehen rüber zum PC. So, das Ganze jetzt hier mit Arduino. Ich benutze allerdings die Plattform IO IDE. Wenn ihr aber die original Arduino benutzt, das geht genauso. Wir brauchen eine Library, die nennt sich NewPing. Die müsst ihr bei Arduino entsprechend über den Library Manager installieren. Ich schreibe hier nur rein, dass ich gerne die aktuellste Version davon hätte. Dann zieht er die automatisch. Damit können wir zum Code übergehen. Und beim Code orientieren wir uns einfach mal am Example, was dabei ist. Sieht dann hier so aus. Wir nehmen uns unsere Library hier. Definieren die Trigger Pins und Echo Pins. Trigger war D0, Echo war D1. Die maximale Distanz ist jetzt hier als 2 Meter eingetragen. Wir sehen hier auch, Maximum Sensor Distance is rated at 4 bis 500 Zentimeter, also 4 bis 5 Meter. Die Sache ist, je weiter man das einstellt, desto länger dauert es, bis das der Sensor merkt, hey, ich kann gerade nichts lesen und dass er neu probiert. Deswegen das entsprechend, je nachdem, was man für Anforderungen hat, machen. Machen uns hier einen neuen Sensor mit dem Namen Sonar. Machen uns eine serielle Schnittstelle auf. Ping. Pong, und dann kommt hier das Result in Zentimeter. Das Ganze macht er alle 50 Millisekunden. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Machen wir mal 1000 draus, also jede Sekunde. Am Ende möchte man häufiger messen und mitteln wahrscheinlich. Aber zum Testen sollte das hier ausreichen. So, ich setze dann auch die Monitor Speed. Bei Arduino ist das, ich glaube, unter dem Serial Monitor, wo man das einmal einstellen muss. Standard ist, glaube ich, 9600. Mit etwas Glück kompiliert das jetzt und läuft direkt. Schauen wir mal. So, serielle Konsole und wir sehen einen Ping von 25 cm, den er gerade hier meldet. 25, 24... Okay, jetzt muss ich drehe den mal gerade zur Decke. Mal gucken, ob da was passiert. Jo. 158, 146, 144. Aktuell halte ich ihn still. Ne? Da waren 0 cm dabei. Aber wenn er mal was kriegt, dann ist das so auf einen Zentimeter genau, wie es aussieht. Wenn ich jetzt meine Hände nach oben bewege, weiter Richtung Decke, dann nimmt entsprechend da der Abstand auch ab. Das sieht schon mal soweit ganz gut aus und auch fast zuverlässig. Wie gesagt, ab und zu fehlt mal ein Messwert. Aber ansonsten sieht das eigentlich okay aus. Okay. Ich würde sagen, prinzipiell sieht das so aus, als ob es funktioniert. Wir sehen jetzt 0 cm, das heißt, er kann es nicht messen. Das ist jetzt eine Strecke, die weiter als 2 Meter ist. Wir können ja mal spaßeshalber hier auf 5 Meter hochgehen, gucken, ob er es dann erkennt.
Und ja, 399 cm. Das klingt realistisch. Wir können ja mal das Ding holen und ein bisschen weiter zurückbewegen. 412 cm. Jo, das kommt ungefähr mit dem hin, was ich hier hinlege und tue. Ja, okay, hier liegt jetzt der Mikrocontroller davor. Aber prinzipiell, okay, ich würde sagen, der Ping-Mode hier, der funktioniert schon mal. Ich würde jetzt aber gerne mal den anderen Modus auch noch probieren mit der seriellen Schnittstelle. Wie gesagt, einfach weil wir da die Anforderungen an den Mikrocontroller deutlich senken und direkt einen fertigen Messwert bekommen. Das heißt, ich suche mir mal, was war es, 120 Kiloohm oder so an Widerstand und gucke mal, ob wir den hier drauf bekommen. Und das macht es einfacher. Ich hatte ja gesagt, hier an die Stelle, wo Mode steht, muss man den Widerstand einlöten. Wir haben hier daneben aber auch M1 und M2. Und wenn wir da mal hochgehen, 1, 2, 4 oder 4, 7, 3. Ich glaube, das sind unsere Widerstände. Und auch hier der andere Pin von dem Mode, der geht entsprechend hier auf die Oberseite. Das heißt also, wir haben ja einfach Lötbrücken, die wir zusammen machen müssen. Das heißt, wenn wir den M2 hier zusammen machen, dann sollten wir theoretisch schon unseren seriellen Modus haben. Ne, machen wir das mal. Meh, kriegt kein Schönheitssiegel, aber ich glaube, Mode 2 ist jetzt auf jeden Fall aktiv. Dann können wir uns mal wieder um den Code kümmern, denn die Verkabelung können wir im Prinzip so lassen. Das ist zwar jetzt nicht der Hardware-UART, aber ich würde hier ohnehin den Software-UART beim 8266 benutzen, weil der eine, den es gibt, der ist normalerweise zum Programmieren vorgesehen oder dann zum Monitoring. Das heißt, wir kümmern uns um Software. Also schauen wir mal, was wir am Code ändern müssen. Die New Ping Library fällt weg. Ich habe jetzt so auf Anhieb keine neue gefunden, keine Library, die funktioniert oder die so aussieht, als ob sie funktionieren dürfte. Anscheinend wird dieser serielle Modus relativ selten benutzt. Aber das kriegen wir dann doch schon selber hin. Das sah jetzt nicht so kompliziert aus. Wir müssen nur eine 55 senden. Also machen wir uns erstmal hier oben einen Software Serial mit dem Namen SR Serial auf den Pins D0, D1. Software Serial is undefined. Müssen wir das erst inkluden? Okay, das sieht besser aus. Jetzt habe ich auch hier meine Hilfe. Und ab jetzt können wir das Ding wie jeden anderen seriellen Anschluss auch benutzen. Das heißt, wir sagen hier unten im Setup Serial, SR Serial Begin. Ich glaube, das waren 9600. Ich muss gerade nochmal die Anleitung raussuchen. Jo, 9608N1, das müsste so passen. Dann machen wir hier unten ein Serial.write 0x55. Damit starten wir den Messvorgang. Warten, wie lange warten wir? Machen wir 100 Millisekunden, das wird schon passen. Und dann while SR Serial, wichtig hier, SR Serial Write. SR Serial.available machen wir int 8t Serial Read und Print, Serial Print, also auf dem anderen seriellen Port 0x. Und dann wollen wir jetzt die Zahl in Hex. Okay, danach noch ein Serial Print Line, End of Transmission. So, das heißt, alle Sekunde müssten wir jetzt eine Messung auslösen und das Ergebnis hier zurückbekommen. Soweit der Plan. Mal gucken, ob das Ganze auch kompiliert. Das sieht schon mal gut aus. In der Zwischenzeit angle ich mir mal hier wieder meinen seriellen Anschluss oder meinen USB-Anschluss und die Messsonde, die fehlt auch noch. So, alles drin. Dann laden wir hoch und gucken, was passiert. Hätte aber gehen sollen. Tauschen wir mal RX und TX, ob das was bringt. Upp, da kamen gerade oben. Ja, hier. Ha, sehr schön. Da kommen Werte. Das sieht mir zwar nach Unfugwerten aus, aber ne, die Werte ändern sich. Wenn ich hier mit meinen Händen in die Nähe komme, das sieht gut aus. So, was ich schon mal sehe, wir haben hier ein EOT immer dazwischen. Das heißt, unsere 100 Millisekunden hier sind wahrscheinlich zu wenig. Und jetzt müssen wir das hier noch decoden. Das erste ist immer 0xFF. Brechen wir das hier mal ab gerade. Das hier sind die Daten, die wir zurückbekommen. Und probieren wir das mal hier auszurechnen. 0xFF ist der Präfix.
Das hier sind die Daten und eine CRC. Eigentlich ist es kein CRC wahrscheinlich, aber mal gucken. So, das heißt, wir hätten jetzt Daten 0x00FD. Dann gucken wir mal. FD wäre in Dezimal 253. Ach ja, 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 doch. 253 mm, also 25,3 cm. Das wäre das, was er gesendet hat. Jetzt ist die Frage, wie kommt er auf FC? Ich meine, theoretisch brauchen wir es nicht, aber wenn wir es haben, hey. FF plus 0 plus FD macht 1DE. Wie kommt er auf FC? Das macht keinen Sinn. Jetzt kann es natürlich sein, dass das ein ungültiger Versuch war. Also mal gerade probieren, ob ich mal ein bisschen was anderes an Messwerten hier erzeugen kann. Dann nehmen wir mal die Daten hier, gucken, wie das aussieht. FF ist unser Präfix, 5F4 und 53. Hier können wir zusammenfassen. 5F4 in Hex, 5F4 in Hex macht in Dezimal 1524. Das wären dann 1524 mm oder 1,52 m, 4 mm. Jetzt gucken wir mal, kommen wir hier auf unsere CRC diesmal. Mal FF plus 5 plus 4F macht 153. Die letzten beiden, 53, passt. Die letzten beiden Stellen sind die, die wir benutzen. Okay, sieht gut aus. Dann müssen wir das Ganze nur noch passend auswerten. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwas verpennt haben oder ob da sinnvolle Werte rauskommen. Ja, ich würde sagen, das sieht nach validen Ergebnissen aus, auch wenn ich jetzt das Ding mal weiter nach unten bewege. 1370, 15, ja, 154, 156, also das sieht soweit okay aus. Ich glaube nicht, dass das Millimeter genau ist. Tatsächlich, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als ob es funktioniert. Ja, also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich glaube, das können wir so lassen. Damit kann ich hier den Sensor benutzen. Eine Sache möchte ich noch testen, oder eher zwei. Nummer eins, wie viel Strom braucht das Ganze? Und Nummer zwei, kann das Ding tatsächlich Wasser messen? Gut, ja. Den Code noch ein bisschen schöner und dann probieren wir das mal. Was die Strommessung angeht, ja, sicher nicht der schönste Messaufbau hier. Ich habe jetzt die 3,3 Volt Schiene getrennt, dann Ground und die entsprechende 3,3 Volt von meinem Netzteil bzw. Netzteil und Messgerät Kombination angeschlossen. Damit kann man nur so eingeschränkt messen. Wenn der Mikrocontroller Strom hat oder noch angeschlossen ist, dann kann das durchaus sein, dass auch über die GPIO-Pins dann entweder Strom vom Mikrocontroller zum Sensor fließt und das Ergebnis tiefer ausfällt. Oder andersrum, wenn der Mikrocontroller keinen Strom hat, kann es sein, dass über GPIO Strom vom Sensor zum Mikrocontroller dann geht und da der Stromverbrauch höher aussieht bei unserer Messung. Ich habe den Mikrocontroller jetzt komplett abgeklemmt, das heißt, das Ding ist nur im Standby-Modus, ist nicht am Messen. Und im ersten Moment sieht das ganz gut aus. Dann sehen wir nämlich hier 0,0001 Ampere, also 100 Mikroampere. Dachte ich, okay, bin ich schlau, stell mal doch mal den Messbereich auf etwas anderes. Und was kriegen wir hier? Overload? What? Ja, das funktioniert irgendwie nicht so berauschend. Und wenn das wirklich 100 Mikroampere wären, dann wäre hier kein Overload. Warum das so ist, das sehen wir im Menü. Naja, das Ding hat immer mal wieder so 28 mA, was es sich gönnt. Ich gehe mal davon aus, dass das regelmäßig irgendwas da intern macht mit dem Prozessor und daher dann dieser recht hohe Energieverbrauch zustande kommt. RMS rechnet der hier jetzt mit 20 mA aus, aber da würde ich mich jetzt nicht so drauf verlassen. Für mich ist es jetzt hier in dem Fall egal. Für das Ding, was ich am Bauen bin, habe ich ohnehin vor, das extern zu regeln. Das heißt, ich habe einen externen Timer und die 3,3 Volt Versorgung, wo dann halt auch hier der Sensor dran hängt, die wird nur bei Bedarf eingeschaltet. Das heißt also im Ruhemodus habe ich dann auch diese Pulse nicht und entsprechend wirkt sich das für mich nicht aus. Aber ist auf jeden Fall schon mal interessant zu sehen, dass es tatsächlich da, selbst wenn man nichts macht, so hohe Pulse beim Strom gibt.
Fehlt noch eins, und zwar kann das Ding auch Wasser messen. Naja, ich bin mal hingegangen und habe mir hier dieses wunderschöne Konstrukt gebaut. Ja, der Sensor baumelt hier über einer Badewanne. Jetzt nicht wundern, dass das Wasser dreckig ist. Ich habe da eben das Putzwasser reingekippt. Wir müssen ja nicht unnötig hier was verschwenden. Aber wenn wir da mal gucken, dann sieht das schon mal erfolgsversprechend aus. 73,3, 73,7 Zentimeter, das kommt hin. Ich habe im Gliedermaßstab mal gemessen, da kam ich auf 74. Also das sieht soweit ganz gut aus und sieht vor allen Dingen auch recht konsistent aus. Das ist schon mal gut. Heißt, wir machen das Ganze jetzt anders. Ich lasse mir das jetzt nicht mehr anzeigen, sondern mache das Ganze so, dass es auch entsprechend in der Logdatei landet. Und dann bleibt nur noch eins, nämlich ja, Stöpsel ziehen und gucken, wie der Wasserstand runtergeht. Respektive der Abstand natürlich hoch. Ja, das sieht schon mal gut aus. Die Zahlen werden zumindest mal größer. Am Schluss, da haben wir dann entsprechend hier so eine wunderschöne Datei, wo die ganzen Sachen sind. Und wir können ja ein bisschen Regex machen. Das heißt also mal nur die Valid Results rausholen, die Zahlen rausholen, die Zeiten rausholen. Dann sieht das Ganze hier so aus. Prinzipiell gut, aber auch schlecht. Wenn wir uns die oberen Sachen angucken, dann haben wir ein recht brauchbares Ergebnis. Wir haben am Anfang hier die flache Stelle, das heißt da, wo einfach nur das Wasser da stand. Und dann sehen wir so eine Diagonale nach rechts oben. Das ist der Moment, wo ich gezogen habe und wo das Wasser dann jetzt langsam den Ausguss rausläuft. Also sich der Abstand zwischen Sensor und der Wasseroberfläche da vergrößert. Und am Schluss ist das Ding wieder auf einem konstanten Level. Das wäre okay. Wir haben aber da unten diese ganzen Punkte und die sind offensichtlich Fehlmessungen. Mir ist nicht ganz klar, warum, denn da war eigentlich nichts noch irgendwie in der Nähe, was hätte da dazwischen funken können. Aber gut, ich bin da mal hingegangen und habe noch mal ein bisschen mehr Python-Magie angewendet und am Ende sieht das Ding hier so aus. Ich habe jetzt alles, was irgendwie von der Mitte zu weit abweicht, in einem gewissen Zeitraum weggeschmissen und noch ein paar Fehlerbalken eingezeichnet, nur dass ich jetzt grob weiß, was los ist. Aber die blaue Linie, wenn wir nur die betrachten, also das gefilterte Ergebnis, dann sieht das ganz brauchbar aus. Am Anfang haben wir so ein paar Sachen, wo es ein bisschen hoch geht. Das kann sein, dass das Wellen waren, weil ich irgendwo dran gekommen bin. Da reden wir, glaube ich, von 1-2 Zentimetern. Das kann durchaus mal sein. Gerade ja, kurz bevor es runtergeht, da ist natürlich dann die ganzen Wellen dadurch, dass ich halt den Stopfen rausgezogen habe. Das kann natürlich ein bisschen verzerren. Aber wenn wir auf den Bereich gucken, wo es linear runtergeht, das sieht eigentlich ganz okay aus. Da haben wir irgendwie an drei Stellen mal etwas, wo ein bisschen daneben gemessen wurde. Aber das gefilterte Ergebnis sieht auf jeden Fall sauber aus und ich würde schätzen, dass das Ding hier mit Wasser funktioniert. Am Ende muss ich schauen, das Ding soll offensichtlich nicht meine Badewanne messen, sondern etwas im Außenbereich. Da muss ich da mal gucken, wie es sich da verhält, aber zumindest mal fürs Erste würde ich sagen, dass Wassermessung drin ist. Ja, das war also der SR04T-Sensor, den ich mir hier ausgeguckt habe. Durchaus eine interessante Sache als Alternative zu den billigen. Ja, man muss mehr auf den Tisch legen, um den zu bekommen. Das ist zwar richtig, aber dafür hat man halt eine serielle Schnittstelle, wo man die Werte direkt fertig aufbereitet rausbekommt. Muss also gegebenenfalls nicht so viel CPU-Zeit und so drauf verwenden. Und dass es nur einen Transceiver gibt, der Sender und Empfänger integriert, dabei noch wasserdicht ist und abgesetzt ist. Das macht es in vielen Projekten wahrscheinlich auch einfacher, so Messungen durchzuführen. So, Sensor funktioniert jetzt auf jeden Fall. Das heißt, ich kann mal mit meinem Projekt jetzt weitermachen und hoffe, dass der Sensor am Schluss dann auch das tut, was er soll.